der Begriff freie Szene? Das ist eine große Frage. Was heißt das eigentlich? Ich finde diese Frage überhaupt nicht trivial. Sondern eine hochkomplexe Frage. Nur, ich glaube, es ist schwer zu definieren. Ich glaube, für so große Themen ist es immer ganz gut, wenn man viel Leute, so wie das du jetzt machst, fragt und dann hat man ein Bild. Ich konnte jetzt auch nicht da sagen, was ihr ein bisschen darunter vorstellt. Eine exaktere Definition wirst du kaum finden, glaube ich, oder ich kann mir das nicht vorstellen. Für mich ist die freie Szene das, wo ich mich wohlfühle. Der Ort, wo man Gegenkultur oder Subkultur einen Raum geben kann. Wo ich mir nicht überlegen muss, was ich anzeige, wann ich hingehe. Vielleicht Alternativen zu der hierarchischen Gesellschaftsstruktur etablieren kann. Die freie Szene zeichnet sich durch eine extreme Vielfalt aus und Heterogenität aus. Ein sehr buntes, lebendiges Sammelsurium von Kunstprojekten, Kulturinitiativen. Ich glaube, dass das aber ist, was die freie Szene ausmacht. So viele unterschiedliche Initiativen. Und das macht es oft sehr schwierig, politische Ansprüche zu formulieren und durchzuboxen, weil die Ansprüche sind ganz unterschiedlich. Ich würde es mal grundsätzlich definieren als Kunst. Mittlerweile auch durchaus institutionalisiert. Man muss einen sehr breiten Kulturbegriff auch mittlerweile anwenden. Freie Szene im Sinne von autonom, selbstbestimmt. Es ist halt irgendwo angesiedelt zwischen dem öffentlichen Kulturschaffen, öffentlich-rechtlichen Kulturschaffen und dem privat-kommerziellen Kulturschaffen. Das definiert sich durch die Arbeitsweise. Freie Szene ist ein Zusammenschluss von Personen. In den meisten Fällen kenne ich das als Verein. Es sind lauter gute Plätze, wurscht ob am Land oder in der Stadt. Selbst organisiert, im besten Fall nicht hierarchisch und basisdemokratisch und arbeitet kooperativ und kollektiv. Und das Ganze klar im Sinne von frei, auch unabhängig von Interessen. Versucht einerseits Gegenentwürfe zu finden zu den kulturellen, bürgerlichen Mainstreams. Ich stelle Fragen. Oft sehr, sehr reflektiert mit der Unsinn, was sie wirft Themen auf, ist kritisch. Verhaftet sein in einem politisch progressiven Spektrum. Nicht den finanziellen Erfolg zum Ziel haben. Das Ausloten von Grenzen und Überschreiten von Grenzen. Sprich, diese Auseinandersetzung mit schwierigen Themen der Demokratie, Antirassismus, das Aufweichen und Bekämpfen von klassischen Geschlechterrollen. Aber allgemein zeichnet halt die meisten der Versuch aus, möglichst frei und ungebunden progressiv über Kunstkultur nachzudenken und Kunstkultur zu leben. Ich glaube, es ist einfach zu sagen, was ist die freie Szene nicht, also was ist die freie Szene? Im Sinne eben von nicht institutionalisiert, es gibt eben die großen Kultureinrichtungen, die zum Teil im Eigentum der Fördergeber sind. Initiativen, Menschen, Kulturschaffenden. Unabhängig von Gebietskörperschaften, von politischen Parteien, von Kirchen agieren. Alles, was abseits großer, geförderter Strukturen existiert. Alle die Projekte sind freie Szene. Was unabhängig passiert von den großen staatlichen Institutionen. Also das ist direkt aus der Gesellschaft kommt. Weiterführend kann man dann auch noch sagen, abseits von hochsubventionierter, hochinstitutionalisierter Kunst und Kultur. Die sich überwiegend mit der Produktion und Vermittlung von zeitgenössischer Kunst auseinandersetzt. Die Verhaftung im zeitgenössischen Kunstkultur schaffen ist ganz wichtig. Sich selbst als außerhalb des Mainstreams stehen zu definieren. Die versuchen abseits von Tradition und Brauchtum oder gar auch Mainstream die unabhängige freie Szene, die im zeitgenössischen Bereich arbeitet, eigene Nischen zu erobern, zu bespielen. Für mich persönlich ist die freie Szene sind Kulturvereine, die zeitgemäße, zeitgenössische Kultur und Kunst machen, produzieren. Eine Szene von Künstlern und Künstlerinnen, Musiker und Musikerinnen, die sich bewusst abseits von einem kommerziellen Schaffen sehen. Das heißt, freie Szene wird in der Regel nicht mit Traditionskultur, auch nicht mit Eventkultur unbedingt verknüpft. Dass man auch hier darauf achtet, ganz klar auch nicht kommerziell zu sein, also auch frei sein von Profitgedanken. Die freie Szene ist total wichtig, mit voll viel Leid, wurscht, wie alt das sind, Alternativen haben zu dem, was man ja schon alles kennt. Die Partizipation ermöglichen, Teilhabe, demokratische Kultur leben. Vielleicht umgekehrt auch Störungen, die äußeren Systeme. Ist jetzt fast romantisierend, aber so sehe ich es ja eher ein bisschen. Ich weiß, sehr schwammig, aber das ist es. Diese Schwammigkeit ist aber auch von großem Vorteil. Und ich bin dagegen, dass man die Schwammigkeit aufweicht und die Begriffe schärft.
weil es uns auch flexibel hält und weil die Ränder offen sind und dieser liquide Begriff ist. Das ist meine Antwort.